Ihr Freunde von nah und fern und willkommen beim Adventskalender Türchen Nummer 16. Ich habe wieder Bierdurst, schauen wir mal nach, was wir heute Leckeres im Kalender drin haben. Türchen Nummer 16 habe ich schon geschaut, es sollte relativ weit unten sein. Genau, hier ist es. Machen wir mal auf. So. Die 16. Dann wollen wir mal gucken, was zum Vorschein kommt. Aha, da lese ich schon ein Amber. Amber 1900, Pale Ale. Okay, sieht mir nach Spanien aus. Kann es sein, dass es ein spanisches ist? Muss ich gleich nochmal gucken. Ich kenne es auf jeden Fall nicht. Ich freue mich, es zu trinken und bis gleich, Freunde. So, ihr Lieben, da bin ich wieder und ich sollte mich nicht irren. Es ist tatsächlich aus Spanien heute und ich bin gespannt. Schönes Amber, ja, warum eigentlich nicht? Wenn es das ist, wo ich denke, dass es ist, dann wird es bestimmt gut schmecken. Wird einen schönen Malzkörper haben, vermute ich einfach mal. Hat 21 IBU und 4,8% Umdrehungen. Machen wir mal auf. Ich habe auf jeden Fall Durst. So, vom Logo übrigens oder vom Design. Hopp. Erinnert mich das ein bisschen an eine TV-Serie. Seht ihr da dieses Dreieck drauf? Das ist doch hier dieses Logo von Treeports. Die dreibeinigen Herrscher. Wer kennt noch die dreibeinigen Herrscher? Schreibt es unten in die Kommentare rein, würde mich freuen. Absolut geile Serie, Kinderserie, Jugendserie aus den 80ern. Richtig cool. Erinnert mich sofort, ne? Hier mit der Kappe so oben drauf. Müssen wir mal eine Sondersendung machen, müssen wir mal ein bisschen drüber unterhalten. So, ich würde sagen, Entspannungsverdampfung ist, würde ich sagen, reichlich. Kommt schon richtig nach oben, trotz sehr guter Kühlung. War auf dem Balkon gewesen. Schenken wir mal ein. Huiuiuiui, das schwappt aber hier über. So, was haben wir denn da Schönes? Ja, Freunde, ist erstmal ein schönes Bierchen. Gibt sich als solches zu erkennen. Von der Blume her muss ich sagen, ein bisschen zurückhaltend. Liegt etwa bei 1 bis 1,5 Fingerbreite Blume. Kommt dann doch eher, ja, mittel- bis grobporig daher, schneeweiß. Paar Luftbläschen sind drauf, allerdings sehr, sehr schneller Zerfall. Hier 90 Sekunden Standard. Wird schwierig, schaut mal selbst eben. Also das ist eher so ein bisschen abgeflacht dann, ne? Also kompakt und voluminös ist wohl dann das Gegenteil. Schauen wir uns mal das Farbspektrum an. Wo bewegen wir uns da? Ich würde sagen, ein helles Getreidegold. Eher ein bisschen heller gehalten. Geht ein bisschen ins Verblasste leider sogar rein. Muss ich sagen, ist jetzt nicht so kräftig. Durch den Greenscreen, ich vermute mal, ihr werdet das wahrscheinlich auch eher ein bisschen transparenter jetzt hier im Glas sehen, weil das wirklich schon eher ein bisschen verblasst ist. Es hat nicht wirklich Tiefe. Es ist nicht so, wo es richtig saftig reingeht. Es ist eher so ein bisschen verwässert, verblasst. Leider, so schaut es zumindest aus. Dafür haben wir eine ordentliche Karbonisierung. Das perlt wirklich ordentlich ab. Eher kleinere Perlung, aber gleichmäßig steigt es auf. Fast schon hypnotisierend, kurz davor ein Jacuzzi zu sein. Also so in diese Richtung geht es. Schwebeteilchen entdecke ich nicht. Das Ganze ist natürlich filtriert. Und ja, da hat sich da von der Blume her ein ganz, ganz kleiner Blumenteppich gebildet. Der weist allerdings dann auch optisch zumindest Löcher, Inselchen und Risse auf. Schaut selbst, also da wird nicht mehr viel passieren. Freunde, da bin ich jetzt ganz hart. Ich sage ganz ehrlich, von der Optik, von der Ästhetik her spricht es mich jetzt nicht wirklich an. Und aus dem Grund gebe ich nur 2 von 5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Ich finde, es sieht schon jetzt ein bisschen schal aus, abgestanden aus. Ohne die Karbonisierung, sprich Kohlensäure. Da hätte ich mich auch gefragt, nanu, what is that denn? Aber na gut, wollen wir mal abwarten, wie gesagt, wie es schmecken wird. Manchmal ist es ja auch so, Biere sehen da nicht so lecker aus, dafür schmecken sie richtig gut. Hatten wir auch schon gehabt bestimmt, oder? So, schauen wir mal das Bouquet an. Okay, oh oh. Oh ja, sehr nichtssagend. Ein ganz, ganz kleiner, sekundär mitschwingender Malzkörper, der hier kommt. Sehr zurückhaltend, leicht butterig, aber das ist, nee, Freunde. Gut, bei 21 IBU, da erwarte ich jetzt auch nicht viel, dass das jetzt richtig extrem nach Floralität oder so duftet. Aber das ist hier, das ist auch extrem mild. Ihr Lieben, wollen wir probieren, oder? Der Antrunk. Türchen Nummer 16. Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh ja, oh nee. Ja, was ist das hier?
Im Bereich der Farbe liegen wir übrigens bei 6 EBC. Ja, also könnt ihr euch das schon vorstellen. Ja, doch, Freunde, heute muss ich wirklich sagen, ist es enttäuschend. Heute ist so das erste Bierchen im Kalender, das Türchen Nummer 16, wo ich wirklich sagen muss, okay, das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet von der Aufmachung her und auch so, wie es sich präsentiert. Das ist wirklich der Idealtypus in Sachen sommerliche Leichtbiere. Das geht ganz klar in diese Richtung rein. Wenn wir jetzt mal in Spanien bleiben wollen und wir gehen jetzt mal in das Estrella Damm rein, das ja nun wirklich 2020 auch hier in Deutschland, auch in den Discountern öfters mal in der Aktionsware zu beziehen war, da ist es Estrella Damm wesentlich würziger, süffiger und kräftiger auch im Geschmack, vom Profil her, vom Geschmacksprofil viel ausgeprägter. Das hier, das ist noch flacher und noch milder als zum Beispiel das Sol oder das Corona Extra aus Mexiko. Das ist viel, viel flacher als das Bira Italia, das Bira Moretti aus Italien. Und es ist sogar noch flacher, würde ich sagen, als jetzt hier das Mythos aus Griechenland. Also das ist wirklich jetzt ein Paradebeispiel so für das mildeste, was wir so aus dem europäischen Ausland her kennen, von sommerlichen Bieren her. Also das ist jetzt hier so ein Kandidat, das nimmst du mit auf den Baggersee, da trinkst du deinen ganzen Kasten weg und da gehst du nicht mit den Karpfen singen, gefühlt. Also das ist auf jeden Fall so ein Kandidat, ne? Wisst ihr, was ich meine? Das kannst du auch bei 37 Grad im Prinzip am Strand trinken, on the beach, und du wirst allerhöchstens eine Erfrischung bekommen. Da kannst du dazu, dann weiß ich nicht, noch schöne Melone oder so, ja, essen oder so, um noch ein bisschen Aroma reinzubekommen. Weil in diesem Bier sind sämtliche Aromaspitzen komplett beschnitten. Da ist nicht eine einzige Aromaspitze dran. Dadurch wirkt es natürlich sehr dynamisch. Das merkst du auch beim Antrunk. Das ist ein sehr dynamisches Bier, das will getrunken werden. Und wir kennen das auch. Das hat eine sehr, sehr starke Kohlensäurebildung. Und da passiert recht viel. Es ist also dieser typische Mineralwassereffekt, wo ich auch immer sage, auf der Zunge, dass es leicht prickelt. Ne? Und das trinkst du dann ganz gut weg. Das ist natürlich eine unglaubliche Dynamik, die da vorhanden ist. Auf Kosten der Aromaspitzen. Und ich sage immer, ein Bier ohne Aroma ist kein Bier. Ja? Und ein Bier, was verwässert ist, ist auch kein Bier. Weil ein Bier muss saftig sein. Ansonsten funktioniert das nicht, wenn wir historisch auf die, ja, auf die Biere, sage ich mal, wie es erfunden worden ist, mal so zurückgehen wollen. Und das hier hat damit sehr, sehr wenig zu tun. Also im Prinzip ist das Etikett ein bisschen Etikettenschwindel. Normalerweise hätte man jetzt hier so eine schöne Bikini-Lady oder so da oben raufpacken können. Schön Sonne, schön Beach, schön Almare oder so. Dann wäre das sicherlich authentischer als was hier ist. Das sieht so ein bisschen aus, ne, wie so was Kräftiges, Uriges, Würziges. Aber das ist wirklich ja Etikettenschwindel. Also ja. Also was soll das sein? Ein Amber Ale. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also für ein Amber Ale, wenn ich mich jetzt nicht hier verlese, weil da steht ja Pale Ale drauf. Das ist genau das Gegenteil, Freunde. Das ist genau das Gegenteil. Also ein Pale Ale darf fruchtige Komponenten haben, darf gerne einen schönen Aroma-Hopfen drin haben, aber kein Wasser sein. Und das ist ja wirklich Wasser. Das ist ja, das äxt ja hier weg. Das ist ja, das trinke ich zum frühen Morgen nach dem Zähneputzen sowas. Das ist ja... Nee, Freunde, das hat mit einem Ale wenig zu tun. Das ist ja gar weit entfernt. Tut mir leid, Leute, diesen Biertest können wir dann auch beenden. Aber heute ist ja wirklich so ein bisschen kritisch heute. Ne? Heute hatten wir ja schon das Schloss gehabt. Aber gut, das habe ich ja schon im Voraus produziert. Das erkennt man an meinem Bart, der jetzt wesentlich länger ist. Wie soll ich es bewerten, Freunde? Dadurch, dass es im Sommer trinken kannst, großzügige 2 von 5/6 möglichen Punkten. Aber das ist wirklich schwach. Also ich würde es nicht nochmal ein zweites Mal trinken wollen. In dem Sinne, wir sehen uns morgen wieder mit Türchen Nummer 17. Ciao, ihr Lieben, bis morgen.